wie es dieser Held, den Maya so geil fand, Der mit dem Bogen. Stil-Samurai. Der Stil Samurai, Warte, genau. warte, warte. Und der halt eben danach. Ich finde es so geil, dass das Phoenix Handy Klingelton ist, ne? Mochtest du nicht gerne hier Richard Wellington? Nein. Der hat zwar studiert, aber nein. Magst du Pearly? Pearly ist super. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich von ihr halten soll. Die verprügelt Leute, die ist super. Ja gut, das ist schon richtig, wenn sie die Schlafzentrale gegessen hat. Genius schreibt den mit Damon Genn, fand der genial. Den fand ich auch sehr So. gut. Ich Okay. würde sagen, wir machen das aber weiter, weil ich muss Okay. später noch mal ganz kurz zu unserem Netto-Runde rennen. Ja, dann moderiere Wenn ich das jetzt mache, dann dauert es zu lang. ich glaube, ich will auch noch zum Rewe dann gleich. Ja. Alles gut. Dann machen wir jetzt auf drei. Eins, zwei, drei. Hey, Freunde! Willkommen zurück im Gerichtssaal. Ini Meini hat sich ein paar neue Lügen überlegt und jetzt gucken wir mal, wie wir sie aus dem Ding rausziehen, sodass Maya doch noch in den Knast kommt. Let's go. Da haben wir uns alle unsere Schnapspralinen geholt, yo. Jawohl. 22. Junior. 12:04 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Ich bin Maya Fey. Angeklagt, mal wieder. Stimmt das mit meiner Tante? Ich befürchte ja, Maya. Ihn hätte Dr. Gray nicht alleine umbringen können. Und unter diesen Umständen gibt es niemand anderen als deine Tante Morgan. Das ist doch schrecklich. Warum würde meine eigene Tanti? Alles ist so, wie ich es vorausgesagt habe, Phoenix Wright. Oh Ich bin nein. wieder da. Oh nein. Ach, Franzi, alte Schachtel. Warum tust du das? Willst du dich an Nick rächen? Nick hat keine Schuld an der Sache mit deinem Vater. Dein Vater war ein Penner. Solltest du dir nicht besser über andere Sachen Gedanken machen? Zum Beispiel über deine Situation. Naja, ich habe immerhin noch einen Papa, selbst wenn ich in den Knast komme. Du blickst auf mich herab, obwohl wir gleich alt Du sind. hast keinen Papa mehr. What? Stimmt. Mist! Bist du fertig? Du hast mich schon genügend Nerven gekostet. Ja, das sag ich dir. Nein, nicht. Haha! Tja, siehst du, ich kann voraussehen, was du sagst. Oh nein. Ich will dich am Boden sehen und die ganze Welt von deiner Niederlage wissen lassen. Aber das interessiert gar nicht. Ich bin bloß ein unwichtiger Strafverteidiger und trotzdem einen legendären Papa mit sich. Dein Papa ein Mongo. Wurde von Kammer tatsächlich exekutiert? Dein Vater war eine Mango. Manfred von Kama ist wirklich tot. Das ist bewiesen. Das ist Canon, dass er tot ist. Wann wird das hier, außer hier jetzt? Im zweiten Edgeworth-Spiel wird es, glaube ich, spezifisch erwähnt, Ah. dass er tot ist. Aber, was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Irgendwas über Manfred von Kama. Es wird nicht Der ist gesagt, tot. wie er stirbt. Also, ich nehme mal an, er die Todesstrafe kriegt für das, was er gemacht hat. Aber was ich mir auch vorstellen kann, er hat ja viele Unschuldige auch in den Knast gebracht und war wahrscheinlich dann im gleichen Knast. Ne? Vielleicht gab es auch so ein Knastverbrechen, wo die ihn umgelegt haben. Ja, kann ich mir alles vorstellen. Auf jeden Fall ist Manfred von Kama tot und deswegen ist Franziska halt auch so reizend, wie sie ist. Aber auch wenn du das tust, wird es deinen Vater nicht wieder zurückbringen. Wie auch immer, einstweilen sollen wir dieses Spiel zu Ende bringen und dann werden wir sehen, wer am Ende der Gewinner Auf ist. jeden Fall nicht dein Vater. Ha! Auch nicht dein Vater. Ich hab noch einen. Hast du nicht? Doch, Phoenix hat noch einen. Glaube ich. 22. Juni, 12:10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer. Die Zahl nach 1. Das Gericht versammelt sich in zwei. Alright. Ja, das bin ich, euer Herr. Richtig. Können Sie beweisen, dass Sie ein Motiv hatte? Bitte. Muss ich immer noch ja sagen? Dann natürlich. Ja, super. Zwischen Ini Mine und Dr. Gray gibt es nur eine Verbindung. Und das war der Autounfall vor einem Jahr. Das Motiv muss dort zu finden sein. Frau Miney, bitte sagen Sie vor Gericht über den Autounfall. Können Sie es beweisen? Bitte sagen Sie aus. Hoch ich? Ich dachte, Sie wollen mich, zu meinem, Motiv befragen. Ich, sehe keinen Grund, die Vergangenheit zur Sprache zu bringen. Frau Meini, ganz ehrlich, wenn man so alt ist wie ich, dann schwelgt man gerne in der Vergangenheit. Also los. Oh Mann, oh Mann. Alt sein ist blöd. Ich Deswegen werden sie nicht sonderlich alt. denke nur, dass es nichts bringt, aber von mir aus. Klingelingeling. Jetzt kommt die Aussage. Es war letztes Jahr. Im Mai. Ja.
Es war etwas Schlimmes an der Klinik meiner Schwester passiert. War das nicht das, wo irgendwie die ganzen Patienten verstorben sind? Gab's da nicht dieses eine Bild, wo irgendwie alle Leute tot waren? Und in der Nacht des Unfalls war meine Schwester übermüdet am Steuer. Warum? Ich war auch voll fertig und bin auf dem Beifahrersitz eingeschlafen. Voll fertig? Ja, die ist immer noch voll fertig. Ich wachte auf, weil es einen Stoß gab und ich, Warum war sie außerhalb des Autos? Ich erwachte in einem Flammenmeer. Ich öffnete die Tür und lief hinaus. Opa. Ich glaube, ich habe von dem Unfall gehört. Es war letztes Jahr tagelang Thema Nummer 1 in der Boulevardpresse. Deswegen hat Phoenix davon auch erst jetzt was mitbekriegt. Ja, es wurde behauptet, dass Dr. Gray ihre Schwester betäubt hätte. Alles nur Gerüchte, unbegründeter Klatsch und Tratsch. Ja, Klatsch mit der Peitsche. Ne? Sie können die Zeuge befragen. Im Moment ist es unmöglich zu beweisen, dass Dr. Gray meine Schwester wirklich betäubte. Ja, das heißt also, dass ich den Fall von hinten aufrollen muss. Also machen wir jetzt Moment mal, aber von der letzten Aussage zur ersten. Phoenix, solche Witze sind unangebracht. Was? Okay. Ja. Ja. Es war letztes Jahr im Mai. Moment mal. Passiert damals nicht ein medizinischer Kunstfehler in der Klinik ihrer Schwester? Ja, Dr. Gray war selbst ein einziger Kunstfehler. Auch im Mai. Ganz ehrlich, du bist auch ein Kunstfehler. An deinem Geburtstag wären deine Eltern auch lieber spazieren gegangen. Die Sache, an der die Patienten starben, war 2. Mai. Und unser Unfall war am 24. Mai. Zwei Unfälle nacheinander. Glauben Sie, dass es reiner Zufall war? Meine Schwester war ein Zufall. Ich war ein Wunschkind. Ganz ehrlich, ich habe mir auch mal einen neuen PC gewünscht und habe dann so einen Windows 95-Rechner gekriegt. Ironisch, wie Ini hier auch den Mörder ihrer Schwester deckt, schreibt Ginyu. Das war der Grund. Ach ja, zu jener Zeit war etwas Schlimmes an der Klinik passiert. Bei dem Kunstfehler starben 14 Patienten. Ach du was hat er denn gemacht? Das erinnert mich. Kennst du die Geschichte von dem einen Chirurgen, der eine Operation gemacht hatte mit einer Todesrate von 300%? Was? Pass auf. Also eine Todesrate von 300% heißt, dass du einen Patienten hast und es sterben 3 Leute bei der OP. Was? Der hat einen Typen operiert, ja? Und hat mit so einer riesigen Säge irgendwas amputieren wollen. So, das war so heftig, dass der Typ auf dem OP-Tisch verblutet ist. Ja. Dann hat er aber auch so Kacke ausgeholt, dass er seinem Assistenten die Hand abgehauen hat und der durch den Schock gestorben ist. Ja? Was? Und dann hat jemand zugeguckt und den hat das so erschockt, dass er einen Herzinfarkt gekriegt hat und auch gestorben ist. Ernsthaft? Es ist wirklich passiert, Chris. Wie hat der denn bitte ausgeholt, wenn er mit einer Säge jemanden die Hand abgehackt hat? Ich weiß es nicht, aber das ist die OP mit der höchsten Todesrate, die je passiert ist. 300%. Wow. 3-mal so viele Patienten, die operiert wurden. Okay. Dr. Gray hat's getoppt. Highscore, würde ich sagen. Bei dem Kunstfehler starben 14 Patienten, richtig? Perform. Get the Highscore. Oh, you're fired. Was war die Ursache des Fehlers? Eine schreiende Patientin. Ich hatte gehört, dass Medikamente vertauscht... Ach du... Stell dir mal vor, du vertauschst die Medikamente so heftig, dass 14 Leute sterben. War es die Schuld ihrer Schwester, Mimi Meini? Auf keinen Fall! Wenn ich jetzt hier nicht vor Gericht stehen würde, ne? Sie hätten schon längst... Nee! Ja? Nee! Nee? Nicht meiner Schwester die Schuld geben, jetzt Frau Karma. Dieser Vorfall hat nichts mit unserem Mordfall hier zu tun. Außerdem steht im Polizeibericht, dass es allein Mimi meine Schuld war. Soweit es die wirklichen Fakten betrifft, hä? Mimi meine war diejenige, die den Fehler machte. Aber es war wirklich nicht meine Schwester. Ganz ehrlich, dir glaube ich das auch noch. Und in der Nacht des Unfalls war... Darf ich dich so minimal spoilern? Ja, sicher. Das wird dich jetzt auch nicht weiterbringen, wenn du nicht weißt, was passiert. Es war wirklich nicht ihre Schwester. Okay. Und in der Nacht des Unfalls war meine Schwester übermüdet am Steuer. Moment mal. Sie war übermüdet? Sie meinen erschöpft? Naja, wenn man müde ist, ist man erschöpft, richtig? Dann kann man das schon so sagen, würde ich sagen. Sie wurde an dem Tag verhört. Es war eine absolut schreckliche Situation für sie. Es ist kein Wunder, dass dann ein Autounfall passierte, nicht? Weiter angreifen. Warum haben sie nicht mit ihr die Plätze getauscht? Hä? Wovon reden sie eigentlich? Na, ich meinte Fahrerwechsel. Wenn ihre Schwester so müde und kaputt war, dann hätten sie doch tauschen sollen. Ja. Aber ich habe keinen Führerschein.
Wait a second, doch, hatte ich schon. Ja. Das ist mir neu. Ich wusste nicht, dass du keinen Führerschein hast. Mhm. Bitte fügen Sie es aus, sagen Sie zu. Machen Sie mal. Ja, wir haben doch Ihr Führerschein. Wir haben den. Ja, sicher, wir haben den. Wir haben den einfach dabei. Stell dir mal vor, du sagst irgendwie, du hast keinen Führerschein und hat der andere einfach deinen Führerschein. Dann geh mit zurück und zeig ihm den Führerschein. Warte. Hä? Und in der Nacht des Unfalls war meine Schwester über mit am Steuer. Ich war auch voll fertig und bin auf dem Beifahrersitz eingeschlafen. Wo ist denn hier das Führerschein? Hä? Haben wir den nicht? Ja, wir haben den, aber wo ist die Aussage, wo sie das sagt? Hä? Ah, du musst weiter nach hinten. Das ist die letzte Aussage jetzt. Ich mache der Aufweisung Sto. Nur noch weiter, bis keine Pfeile mehr rechts sind. Ich hatte keinen Führerschein und konnte nicht für sie fahren. Ah, hier, jetzt da. Genau, dann können wir ihren Führerschein einfach präsentieren. Wo ist denn der? Führerscheinfoto, vielleicht das letzte, was wir haben. Das letzte hier, Führerscheinfoto. Frau okay. Meini, das war gerade eine faule Lüge. Aber was meinen Sie? Ich weiß, dass Sie damals einen Führerschein hatten. Das ist ein Foto, das Sie machen ließen, um schnell den Führerschein zu bekommen. Ah! Was soll das bedeuten jetzt? Das stimmt! Ja, ich hatte einen Führerschein, aber dann bin ich besoffen Auto gefahren. Aber ich bekam ihn erst nach dem Unfall. Nein. Den hatten Sie damals schon. Sie hatten ihn schon zum Zeitpunkt des Unfalls. Direktor Hottie oder der Kerl, der sich für ihn ausgibt, keine Ahnung, der behauptet das. Was reden Sie etwa von diesem irren, falschen Klinikdirektor? Ja, von diesem irren, falschen Klinikdirektor. Und das woher, ist wirklich egal. Woher wissen Sie, dass er irre ist? Ja? Das ist Moment, Zeugin. Hast du deinen Führerschein erhalten? Ach, letzten November. Was? November? Nee, November. Der Unfall geschah letzten Mai. Das ist ein halbes Jahr später. Warte, was zum Teufel? So. Jetzt macht sich der Richter über uns lustig. Neuer fucking Tiefpunkt. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte sie keinen Führerschein. Warte, Ginny schreibt gerade. Sir Robert Liston war ein England wirkender Chirurg, welcher Bekanntheit durch seine rasche Arbeitsweise erlangte. 1846 wollte er eben seinem Ruf erneut gerecht werden und bat seinen Assistenten, die Zeit für eine Beinamputation zu stoppen. Lief bei ihm. Achso, ja, das ist genau. Er wollte halt eine Speedrun-Beinamputation machen und dabei hat er 3 Leute umgebracht. Wow. Okay, sie hatte keinen Führerschein. Irrg! Weine nur, dann werde ich meine Peitsche trösten. Jedenfalls konnten die Zeugen ihre Schwester ohne Führerschein nicht tauschen. Ich bin froh, dass sie es verstehen, aber auch wenn ich meinen Führerschein gehabt hätte, hätte mich meine Schwester eben nicht fahren können. Steh nicht einfach so da und brummel vor dich hin. Nicht auch noch du, Mia, mit der Peitsche und der Schmerz, aua. Frau Meini, warum glauben Sie, sie hätten sowieso nicht fahren dürfen? Hä, weil... Die Situation von einer genauen Aussage. Wären Sie so gut? Nee. Okay. Na, klar. Wie nervig. Ups, tut mir leid, ich wollte nicht fies sein. Ja, schon zu spät. Ja, Entschuldigung. Ich hätte nicht gedurft. Zu jedem Zeitpunkt hätte ich schon fast meinen Führerschein geschafft. Meine Schwester war mit einer großen Autonarr und mochte Autos. Sie hatte diesen knallroten Sportwagen gerade erst bekommen. Ja, sie sagt immer so Sachen wie, ich lasse keinen Anfänger ans Steuer, deshalb lande ich in jeder Nacht wieder auf dem Beifahrersitz. Ja, knallroter Sportwagen, ja. Am Ende war es ein knallroter Brennofen. Nun gut, die Verteidigung kann die Zeuge befragen. Ich weiß nicht besonders viele über Autos, aber ich weiß, dass Edgeworths Auto auch rot ist. War? Da war ein Mord im Kofferraum. Ja. Zu jedem Zeitpunkt hatte ich schon fast meinen Führerschein. Mein Führerschein? Was meinen Sie mit schon fast? Ich hatte so eine Erlaubnis, so heißt das. Erlaubnis? Wow, der große Anwalt weiß nicht mehr, was eine Fahrerlaubnis ist? Nun, dieser Anwalt hatte nie eine Erlaubnis. Was? Was? Unwissen muss ausgepeitscht werden. Was ist nur mit ihr los? Alles, was sie in den letzten Minuten sagt, ist Unsinn. Also, kann ich weitermachen? Meine Schwester war ein großer Autonarr und mochte Autos. Sie mochte Autos? Wie sehr mochte sie ihr Auto, hä? Ich habe immer Angst, auf Angreifen zu drücken, weil sie uns wieder peitscht. Nun, sie flippte schon bei einem Regentropfen aus und ich habe, wenn jemand die Autotür mit schmutzigen Händen angefasst hat. Wenn das so ist, warum ist das Auto überhaupt jemals aus der Garage fahren, hä? Weiter angreifen. Warum hat sie so sehr auf das Auto aufgepasst, hä? Wie können Sie so etwas sagen? Es war ein prächtiges neues Auto. Neues Auto?
Sie würden bestimmt nicht wollen, dass es schmutzig wird, nicht wahr, Herr Anwalt? Ich dachte, es wäre ganz normal, dass Autos schmutzig werden, aber ich schätze, dass Leute, die ihre Autos wirklich lieben, anders denken. Phoenix, versuch das Wichtigeres zu fragen, verstanden? Okay. Sorry. Nun, was für ein Auto war es denn? Ein knallroter Sportauto. Moment mal. Es war ein neues Auto? Das ja. Hatten wir doch gerade ja. Eben. Ja, sie haben es gerade erst bekommen und dann kam sie aus GB. GB. War das die Initial ihres Freundes? Und es war ein wirklich besonderes Modell. Sie hat ein ganzes Jahr lang darauf gewartet. Ich denke, ihre Liebe zu Autos sollte das nächste Thema sein. Weiter! Aber ich weiß wirklich nichts über Autos. Aber ich habe das Gefühl, dass es so kommen würde. Euer Ehren. Ja, hallo. Bitte fügen Sie das, was die Zeugin gerade gesagt hat, Ihrer Aussage hinzu. Sie meinen den Teil von dem besonderen Auto aus dem Ausland? Ja. Na gut. Herrgott, noch eins. Wenn Sie Autos so sehr mögen... Darum geht's jetzt nicht. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, worum es hier geht, aber ich möchte jetzt ein bisschen meckern. Also fügen Sie es bitte hinzu. Natürlich. Warte mal. Es war ein besonderes Modell aus England. Ich muss mal kurz was checken. Weil, Chris, jetzt komm, pass auf, jetzt komm nicht der ganz kriege Clou. Bei England sind die Sitze andersrum. Warte kurz. In England sind doch Beifahrersitze auf dem Fahrersitz, also links und rechts ist vertauscht bei englischen Autos. Ja. Ich guck mal kurz die Eifern auf dem Highway. Gestern Nacht raste ein Fahrzeug mit zwei Frauen in die Mittelplanke. Eine der Frauen konnte den anderen Ruck nicht entkommen und starb am Unfall. Die Untersuchungen ergaben, dass die Fahrerin am Steuer eingeschlafen war. Ich war wirklich müde und schlief in einem dieser Unfall und ich, wir waren auf dem Flammenmeer. Ich war noch im Halbschlaf, öffnete die rechte Tür. Hier steht, dass die Frau, die aus dem Auto rausgekommen ist, die rechte Tür geöffnet hat, Chris. Die rechte Tür ist die Fahrertür bei einem englischen Auto. Das ist richtig, ja. Ja, dann präsentieren wir Zeitung 2. Zeitungsausschnitt 2 können wir präsentieren. Okay, hab. Frau Meini, erinnern Sie sich an diesen Artikel? Hä? Nani, the fuck? Was willst du von mir? Nani! Das ist ein Artikel über den Unfall. Daran haben Sie Folgendes gesagt. Ich öffnete die rechte Tür und stieg aus. Ist das so richtig? Das klingt sehr nach Ihnen mit dem M mitten des Satzes. Mhm. Moment! Warum fragen Sie mich sowas? Euer Ehren, auf welcher Seite sitzt der Beifahrer? Rechts oder links? Nun, er sitzt auf der rechten Seite, weil der Fahrer auf der linken Seite sitzt. Ja. Man sitzt sich auch auf dem Schoß. Bei einem amerikanischen Auto, aber bei einem britischen wäre es umgekehrt. Umgekehrt? Stell dir mal vor, es gibt Leute, die wissen nicht, dass es bei englischen Autos ist und kommen jetzt einfach nicht weiter hier. Die beiden fuhren in einem britischen Wagen. In diesem Fall wäre der Beifahrer auf der linken Seite. Das ist kalt. Was wollen Sie damit sagen? Frau Meini, Sie sagten, Sie stiegen auf der rechten Seite des Autos aus. Aber wenn Sie dort saßen, bedeutet das, dass Sie auf dem Fahrersitz saßen. Ah! Buka, Buka! Im Gerichtssaal. Phoenix Wright plappert schon wieder. Unfug. Ini, sagte Ihre ältere Schwester Mimi Meini, wäre diejenige, die fuhr. Ja, das sagte Ini, richtig. Aber hier fällt die ganze Geschichte in sich zusammen. Irgendwo haben wir alle einen riesigen Fehler an unseren Vermutungen begangen. Phoenix, es sieht so aus, als hättest du wirklich einen Grund für den Mord gefunden. Wenn wir alle Fakten verbinden, bleibt nur eine Antwort übrig. Ja? Ich frage das Gericht, wer saß in jener Nacht am Steuer, Ini oder Mimi? Ja, Ini. Nee, Mimi. Was? Pass auf, mach Mimi, pass auf, das wird jetzt gleich richtig dumm. Die Antwort ist die Person, die den Führerschein hatte, nämlich Mimi Meini. Sie war die Einzige, die legal Auto fahren durfte. Richtig? Aber ich habe doch gerade gesagt, dass die Zeugin... Ja, pass auf, Chris. Erinnerst du dich noch dran, dass ihr Gesicht so entstellt war, dass man das nicht mehr erkennen konnte und dann rekonstruiert wurde? Ja, warte, was jetzt passiert. Was uns zur nächsten Frage führt. Moment. Ja, ich glaube, du hast es. Wer ist die Person, die sich gerade im Zeugenstand befindet? Was für ein Schwachsinn ist das wieder? Der Name der Zeugin lautet... Ich sage Ihnen, wie Ihr wirklicher Name lautet. Der wirkliche Name der Zeugin lautet Dick Gumshoe zu Ihren Diensten. Naja, Mimi Meini. Also wie wir vier Balken verlieren würden. Ja, weil das auch eine ziemlich... Stell dir mal vor, du würdest jetzt einfach irgendein Bullshit erzählen. Natürlich verlierst du dafür irgendwie die Hälfte deiner Credibility. Mimi Meini, das ist Ihr wirklicher Name. Dümmstes Gespätz. Wie erklärst du dir dann ihr Aussehen? Als die Zeugin ins Krankenhaus kam, litt sie an schweren Verbrennungen im Gesicht.
Für die Wiederherstellung des Gesichts wurde ein Foto und Haut aus ihrem Arsch verwendet. Wiederherstellung der Arschchirurgie. Für ihr Gesicht. Das ist das Foto, das sie damals den Ärzten gab. Es stimmt. Es ist ein Foto ihrer jüngeren Schwester. Nein! Aber sie starb bei dem Autounfall. Das ist, was alle dachten. Das war jedoch nicht der Fall. Dann war die Leiche, die sie am Unfallort fanden. Ganz genau. Die Leiche der wirklichen Inimaini. War es nicht so, Frau Minimaini? Der Autounfall vor einem Jahr. In jener Nacht war es Inimaini, die starb. Ihre Schwester, Mimi, stahl an ihr Gesicht und wurde als Ini wiedergeboren. Dadurch löschte sie Minimaini effektiv aus. Euer Ehren, ich bin mir sicher, dass Sie nun verstehen, warum Mimi Dr. Gray umbringen musste. Was meinen Sie damit? Aua! Was soll dieser Unsinn nur bedeuten? Muss dir vorstellen, Franziska von Karma, richtig elitär, die Schule abgeschlossen, jeden Fall von alles immer super ordentlich aufarbeitet und nimmt nur Fälle an, weil sie denkt, sie gewinnen kann. Und dann passiert so ein Bullshit mit so einer Gesichtsrekonstruktion bei Zwillingen. Dr. Gray wollte den Geist einer Toten rufen. Genauer gesagt, den Geist der Krankenschwester, die bei dem Unfall starb, Minimaini. Das wäre jedoch nicht möglich gewesen, denn Minimaini war in Wirklichkeit immer noch am Leben. Und diese Tatsache wäre während der Beschwörung ans Licht gekommen. Also musste die Zeugin es verhindern. Um jeden Preis. Und. Oder? Deshalb musste sie Dr. Turner Gray umbringen. Willst du das damit sagen? Ja. Vor der Beschwörung holte sich Dr. Gray zu allem Unglück von der Zeugin Rat zur Kommunikation mit Toten. In jedem Moment war sein Schicksal besiegelt. Oh, Streich. Nun, Frau Ini, ich meine Frau von Karma. Warum hast du meinen Namen jetzt gesagt? Sieht so aus, als wäre ich entlarvt. Zeugin? Der Hut ist kaputt. Es stimmt, ich geb's zu. Mein wirklicher Name ist Minimaini und ich nehme eigentlich gar keine Drogen. Was? Ein Quacksalber. Er bekam letztendlich das, was er verdiente. Und ich war so nah dran, Mimi endlich loszuwerden. So nah dran. Aber warum? Warum würden sie so weit gehen, sich selbst wegzuwerfen, um ihre eigene Schwester zu werden? Ich glaube, ich verstehe warum. Minimaini wollte sich selbst beseitigen wegen des... Das sind wir ja auch noch. Wegen des Anwaltsmarke. Wegen des Zeitungsausschnitts 1? Ja. Der ist über den Vorfall mit dem Kunstfehler. Was? Dr. Gray hatte recht. Braune Augen. Dr. Gray hatte recht. Der Fehler passierte wegen der Krankenschwester. Eine Krankenschwester namens Minimaini. Das ist die Person, die heute vor uns steht. Und ein paar Wochen nach diesem Missgeschick hatte Minimaini einen Autounfall, bei dem sie ihre jüngere Schwester verlor. Das Timing hätte kaum schlimmer sein können. 14 Patienten starben bei dem Vorfall und ihre eigene Schwester noch dazu. Das war alles zu viel für sie. Ich fand einen Weg, all dem zu entkommen. Den einzigen Weg. Drogen? Nein! Sie verlor alles in den Flammen des Unfalls, ihre Schwester und ihr eigenes Gesicht. Das war ihre letzte Chance, die Vergangenheit wegzuwerfen und ein neues Leben anzufangen, als ihre Schwester. Unglaublich, wie bescheuert der Scheiß hier ist. Ja, aber es stimmt. Ein Plan, der selbst meine wildesten Vermutungen übertrifft und ich stelle mir viel vor. Dieser Trottel, hätte er sich nur nicht den Beschwörungshokuspokus in den Kopf gesetzt. Hokuspokus? Ini zu werden war das Schrecklichste der Welt. Geisterbeschwörung, Okkultismus, ich hasse es, ich hasse das alles. Kann ich verstehen. Hier gibt's einige ungelöste Rätsel, aber warum haben sie den mörderischen Racheplan in die Tat umgesetzt? Und warum hat ihnen Frau Morgenfay dabei geholfen? Wie dem auch sei, ich denke, eine Sache ist so ganz klar bewiesen. Nämlich die Unschuld der Angeklagten Maya Fey. Das ist absurd! Ich bin perfekt! Ich.
Du musst dir mal vorstellen, ja. diese von Karmas, die denken, wenn man perfekt ist, dann kann man Unschuldige als schuldig beweisen. So perfekt kann man sein. Das ist so dumm, weil es ist einfach so eine dumme Grundannahme, dass du einfach gewinnst, um zu gewinnen und nicht, um hier die Wahrheit rauszufinden. Ich werde die Nachrichten heute Abend genießen, Frau von Karma. Und du? Es wird weltweit ausgestrahlt, nicht wahr? Deine Niederlage ist... Aua! Aua, 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 aua! Hey! Aua! Hat sie es jetzt langsam? Nee, es tut weh. Und noch eins obendrein. Tschüss, Phoenix. Wir sind jetzt leider gelöscht worden. I'm die, thank you forever. Phoenix, halte durch! Dieses Gericht ist eine Farce. Eine einzige Lüge ist auf mir auf die Zunge gebissen. Also, anscheinend wird es noch dauern, bis Herr Wright wieder zu Bewusstsein kommt. Thank you. Deshalb werde ich schon mal das Urteil verkünden. Thank you forever, ey. Nicht! Schuldig! Ich dachte, du sagst jetzt, ich werde jetzt das Urteil verkünden. Nicht! Super, Maya, toll hast du es gemacht. Das ist alles, das Gericht ist vertagt. Warum würde Maya Fay das tun? Da frage ich mich auch. 22. Junior. Oh nein, 15.13 Uhr. Wieder bei Bewusstsein. Glückwunsch, Maya. Schwesterchen. Ja, moin. Ich liebe dich. Es ist schön, dich wiederzusehen, Maya. Wie geht's dir? Hör auf, meinen Spruch zu klauen. Mir geht es beschissen, Schwesterherz. Ich hab niemanden umgebracht. Doch hast du. Es war alles nur ein Traum. Jetzt war sie im... Der ganze Tag ist eigentlich nur geträumt gewesen. Ja, und sie war es wirklich und der Geist hat wirklich umgebracht. Ja, genau. Was ist wahrscheinlicher? Das Ganze, was wir uns jetzt hier gerade gegeben haben oder dass der Geist das war? Ach, das musst du dir mal vorstellen, wie fies das wäre, dass ich das wirklich geträumt hätte und dann auf einmal auf war. Scheiße. Weißt du, Schwesterherz, in meinem Traum, da war auch ein vertrauter Geruch. Sorry, ich habe in die Kiste gefurzt. Ich war doch nicht in der Truhe, oder? Doch. In der Truhe. Da war die Truhe, in der du deine Kleidung vor langer Zeit aufbewahrt hast. Ja, richtig. Da riecht gut. Die Frage bleibt aber auch offen. Was wäre, wenn eine Beschwörung jemand umbringt? Genau das habe ich ja vorhin gefragt. Was passiert in dem Moment? Das erfahren wir beim nächsten Mal. Das erfahren wir wirklich noch. Das nächste Mal bei Dragon Ball Z. Ich will nicht zu viel spoilern, aber das erfahren wir wirklich noch. Es gibt eine Sache, die ich noch immer nicht so recht verstehe. Ja, bitte? Was wäre geschehen, wenn Mimi Dr. Gray nicht erschossen hätte? Ich meine, wir stürmten rein, weil wir den Schuss hörten. Ich glaube, Mimi hatte vor, die Tür zum Raum selbst zu öffnen. Und dann hättet ihr, Lotta und du, ein Bild des Grauens gesehen. Eine besessene Maya Fey, die gerade einen Mord begangen hat. Sie hätte alles bis ins kleinste Detail geplant, nicht wahr? Nick! Glückwunsch, Maya. Vielen Dankeschön. Jetzt fehlt doch noch, dass die Gamm schon reinkommt. So, boah, was hab ich verpasst? Hoffentlich. So wie es aussieht, hast du dich mal wieder aus dem Schlamassel gezogen. Bis im nächsten Spiel ich wieder vor Knast muss. Nun weißt du. Aber... ich wünschte mir, dass sowas nie... Mir geht's gut, weil du mir geholfen hast, Nick. Aber immer wenn was passiert, verliere ich jemanden, der mir ans Herz gewachsen ist. Nächstes Mal stirbt Pearl. Zuerst meine Schwester und jetzt meine Tante. Hey, Nick, sag mir. Sag mir, warum meine Tante so etwas Schreckliches tun konnte. Warum sollte sie Frau Mimi bei ihrem Plan helfen? Ich kann's einfach nicht verstehen, Nick. Maya, es ist vorbei. Warum lassen wir das Ganze nicht einfach ruhen? Nick, bitte, ich brauche eine Antwort. Der Grund, warum morgen auf Mimi, ja, Pearl. Profil? Perl. Pearly? In 4 Jahren wird eine neue Meisterin Kurain geboren. Und die Person wirst du sein, Maya. Na und? Aber wenn du nicht da wärst, würde die direkte Blutlinie der Hauptfamilie verschwinden. Und was wäre dann? Die Zweigfamilie, meine Tante. Nein, morgens spirituelle Kräfte sind zu schwach. Die nächste Person wäre Pearl. Ach! Alles wurde zu ihrem Wohl getan. Alles nur, damit Pearls die nächste Meisterin werden konnte. Ja. Wieso hängt eigentlich immer ein S hinten ran? Ich verstehe jetzt. Na, dies Plural, meine, dies Plural, die will das so. Die schlägt uns, wenn wir das nicht machen. Hat Maya gerade was gesagt? Ich glaube, sie sagte sowas wie, dachte ich's mir doch. Oh nein. Arme Maya. Ist das Medium dann schuld? Du kannst dem Medium doch eigentlich keinen Vorwurf machen in dem Moment. Ja, die Frage stelle ich mir auch. Keine Sorge, das werden wir noch erfahren, aber nicht in Phoenix Wright 2. Gut. Datum und Uhrzeit unbekannt. Strafanstalt Einzelzelle 13. Manfred vor Karma und morgen Fay, let's go. Meine geliebte Pearl.
Sie ist die Einzige, die sich in Meisterin von Kodain eignet, mein liebes Kind. Ich habe alles geopfert, alles. Ich hoffe, der einfältigen Krankenschwester bei ihrem Mord und arbeite mit der peitsche schwingenden Staatsanwältin zusammen. Moment. Wait a second. Alles nur, um dieses lästige, törichte Mädchen der Hauptfamilie zu beseitigen. Diese Maya Fee. Aber ich muss mich gedulden, meine allerliebste Pearl. Die Gelegenheit wird kommen. Ihre Zeit wird kommen. Und das war das Ende. War das jetzt etwa ein Spoiler, dass wir... Es war kein Spoiler, es war ein Foreshadowing. Es wurde eine neue Episode hinzugefügt. Der Wandel im Zirkuszelt. Der Wandel im Zirkuszelt. Speichern. Ja, speichern. Ich würde es nicht nochmal machen müssen. So, und damit vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Hast du noch irgendwelche letzten Worte zu diesem Fall, Chris? Astounding. Was sagst du zu der Auflösung? Ganz ehrlich, ich bin ja gewohnt, dass Phoenix Wright so ein bisschen ist, aber nee. Aber intern gesehen macht das logisch Sinn. Ja. Und damit hat sich auch meine Frage gelöst, wo ich vorhin nochmal nachgefragt habe, wegen der Kiste und so weiter. Wenn der Doktor tatsächlich nochmal geschossen hat, dann erklärt sich mir das Loch in der Kiste. Okay. Ja, hütet euch. Ich meine, der ganze Fall macht ja Sinn. Es ist halt bloß einfach ziemlich abstrus, ja. Aber keine Sorge, das war noch nicht mit Abstand noch nicht die abstruseste Geschichte, die wir mit Phoenix Wright. Ja, wir haben nächstes Mal einen Clown. Irgendwann. Irgendwann im Oktober nächsten Jahres. Oder nächsten Samstag. Nein. Nee, wirklich nicht. Nächsten Samstag ist der zweite Weihnachtstag. Aber vielleicht die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr könnte hier weitergehen. Weiß ich noch nicht. Ich weiß bloß, dass ich am Neujahr sag ich schon, am Silvester streamen will. Ja, das streame ich mit. Dann machen wir Mario Kart. Ja, nicht nur Mario Kart, da mache ich einiges. Mario Kart und Mario Kart. Vielleicht auch Smash oder so ein Scheiß. Irgendwie, da ist viel Zeit. Ja. Oh, na, ich glaube, es wird ein großer Stream. Aber generell, wie fandest du den Fall, Chris? Wie gesagt, es waren mir zu viele nervige Personen da über die ganze Distanz, dass ich den Fall irgendwie positiv in Erinnerung haben werde. Ich fand das sehr, sehr lustig. Ich kann Lotte einfach nicht ab. Ich fand das sehr, sehr lustig. Weißt du, Genio, Phoenix Wright ist für mich halt ein ultra anstrengendes Projekt. Das schlaucht bei mir schon so richtig. Das ist mein Problem. Das verstehe ich nicht. Es ist doch mega lustig jedes Mal. Geht nicht darum, ob es lustig ist, sondern so allgemein so Synchro-Zeugs ist halt richtig anstrengend. Und wenn du dann noch aufpassen musst, dass du keinen Unfug machst, weil dir sonst 5 rote Balken abgezogen werden. Oh. Wenn du dann sagst, dass Dick Gumshoe eigentlich die Face-Rex-Konstruktion gekriegt hat und Dick Gumshoe sitzt eigentlich Mini-Mini hier. Keine Sorge, in späteren Spielen gibt es auch Sachen, wo du die komplette Leiste auf einmal verlieren kannst. Eieiei. Gut, aber ich mach das Spiel jetzt mal langsam aus. So, so jetzt einmal von Ginyu gerne mal das Feedback zu dem Fall. Was sagst du denn zu dem Fall, Ginyu? Gar nichts. Wir warten jetzt noch auf Ginyus Feedback und danach bedanke ich mich schon mal für das Zuschauen. Ich mach's eigentlich auch ganz gern, Ginyu. Das ist es nicht. Nur es ist halt ultra anstrengend für mich. Also es schlaucht auf einer bestimmten Ebene und deswegen habe ich da immer gern ein bisschen Zeit dazwischen. Vor allem, jetzt heute war es ja noch ein relativ kurzer Stream mit knapp 2 Stunden, aber sonst sind es halt eben tatsächlich so 6 Stunden, die dabei drauf gehen und das packe ich halt nicht. Oh, der nächste Fall ist wieder ein bisschen länger. Ja. Das ist bei mir immer so ein bisschen das Schlimmste, dass halt eben so teilweise 6-7 Stunden jedes Mal drauf gehen. Die Sache ist, der nächste Fall, da haben wir schon mal ein richtiges Problem, Chris. Das ist von der Community gewotet her der unbeliebteste Fall, den es gibt in allen Spielen zusammen. Hm. Bin gespannt, ob du ihn magst. Du tatsächlich, ich muss ehrlich sagen, ich hatte die Knalltüte lang nicht in Verdacht. Ja, Ginyu schreibt gerade, ihm war sehr früh... Dass morgen was damit zu tun hat, war mir klar. Ja, Ginyu schreibt gerade, ihm war sehr früh bewusst, wer der Täter hier ist. Ja, es ist halt auch oft so, dass in den früheren Fällen der Spieler, also so Fall 1 und 2, immer relativ schnell klar ist, wer es war, du es nur irgendwie beweisen musst. Und in den späteren ist es immer so total mysterious. Ich bin ehrlich, mir war wirklich nicht bewusst, oder ziemlich lang nicht bewusst, dass die schuld ist.
mir war klar, dass Morgan Fay irgendwas damit zu tun hat, nachdem sie gemeint hat, so von wegen, dass Pearl halt eben hier die Meisterin werden soll und dass sie da irgendwie so einen kleinen Hass drauf schiebt. Aber der Rest, ne. Ich hätte gerne von Karmas Reaktion gesehen. Das wäre mir zu einfach gewesen. Franziska ist richtig außer sich, ne? Ja, die werde ich beim nächsten Mal warten, das sprechen. Wie sie in der Pause noch. Karma-Update. Wie sie in der Pause noch zu uns gekommen ist. Und einfach so. Robo-Kamera-Update beim nächsten Mal. Ja, wie du einfach gesehen hast, wie sie einfach nicht glauben konnte, was das einfach für ein Bullshit war, ne? Ja. Das musst du dir halt echt mal vorstellen. Du bist in irgendeinem Bereich, du musst ja nicht mal Anwalt oder Staatsanwalt oder so, du bist einfach in einem Bereich so richtig gebildet, hast ewig viel hinter dich gebracht, um da richtig perfekt zu sein, und dann kommt so ein Bullshit. Ja. Und du denkst dir so, what the fuck? Die Sache ist, das würde ja wahrscheinlich in ihrer Karriere niemals jemand krumm nehmen. Und ich wette, es ist auch gar nicht so wichtig, wie sie das für sich dahinstellt, dass da überhaupt Leute zugucken und sowas. Das wird vielleicht mal ein Zeitungsartikel dazu geben und gut ist. Weißt du, das ist halt. Ich glaube, die von Karmas haben einfach das Problem, dass sie sich selber einfach viel zu wichtig nehmen. Höchstwahrscheinlich, ja. So. Dann würde ich mich aber auch fürs Zuschauen bedanken und dann bis zum nächsten Stream. Tüdelü. Tschüss. Und nein, nicht meine Damen und Herren, nichts willkommen bei der Show. Nein, liebe Kinder. Ne. Bis dahin, tschüss, tüdelü.